Was machst du gern? Was machst du gar nicht gern? Mit wem gehst du oft ins Kino? Mit wem gehst du gar nicht ins Kino? Hast du Hobbys? Was für Hobbys hast du? Wie oft triffst du Freunde? Triffst du dich gern mit Freunden? Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Was machst du am liebsten, wenn du Freizeit hast? Jeden Morgen stehe ich um 7 Uhr auf. Ich gehe manchmal erst spät schlafen. Wenn ich abends nicht schlafen kann, dann lese ich noch ein bisschen. Wenn ich abends nicht schlafen kann, lese ich noch ein bisschen. Es gefällt mir, ins Kino zu gehen. Es gefällt mir, wenn du lachst. Es wäre schön, mal wieder ins Kino zu gehen. Es wäre schön, wenn ich bald Urlaub hätte. Ich freue mich auf den Urlaub. Über mich und andere sprechen. Name, Wohnort, Familie, Sprachen, Alter, Beruf. Er heißt Manolo und ist 39 Jahre alt. Manolo ist vor 7 Jahren nach Deutschland gekommen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Er wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Frankfurt. Manolo ist Buchhalter von Beruf, aber zurzeit arbeitet er als Kellner. Seine Muttersprache ist Spanisch, außerdem spricht er Deutsch und etwas Englisch. Einen Bild beschreiben. Auf dem Bild sind zwei Männer und zwei Frauen. Die Männer sehen fern. Ich glaube, sie sehen Fußball und das macht ihnen viel Spaß. Die beiden Frauen haben nicht so viel Spaß. Ich glaube, den Frauen ist ein bisschen langweilig. Wahrscheinlich mögen die Frauen keinen Fußball. Über mich und andere sprechen. Die Frau heißt Isabella Schmidt und sie ist Model von Beruf. Isabella ist 23 Jahre alt. Ihr Freund heißt Stefan. Er ist älter als Isabella und schon 38. Isabella und Stefan wohnen in Hinterwald und sie haben drei Hunde. Die Hunde heißen Carly, Robby und Tobi. Außerdem haben Isabella und Stefan ein neues Hobby. Sie gehen kegeln. Und was bedeutet dieses Schild mit Messer und Gabel? Das kenne ich. Das habe ich mal im Kaufhaus gesehen. Das geht zum Restaurant. Ach so. Und hier WG? Das geht es zur Toilette, oder? Ja, stimmt. Und unten das Schild, was soll das sein? Das ist bestimmt eine Zigarette und das Schild bedeutet, dass man nicht rauchen darf. Unterwegs. Hast du eine Idee? Ich weiß nicht, was das sein könnte. Vielleicht ist das ein Fahrrad. Meinst du? Ja, das ist vielleicht der Lenker. Ach so. Ja, das ist möglich. Es ist der Lenker von einem Rennrad. Da ist ein Schild mit einem Koffer. Vielleicht ist das in einem Zug? Vielleicht. Aber ich glaube eher, dass das in einem Flugzeug ist. Nein, das denke ich nicht. Aber vielleicht ist es auch in einem Bus und nicht im Zug? Ja, das könnte auch sein. Es ist der hochgeklappte Sitz in einer S-Bahn. Das ist wahrscheinlich ein Flugzeug, oder? Ja, das kenne ich auch. Ich weiß aber nicht, wie das auf dem Bild heißt. Ich auch nicht, aber es ist am Flügel von Flugzeug. Ja, genau.
Das konnte in einem Zug sein, oder? Ja, aber vielleicht ist das auch eine U-Bahn. Das ist auch möglich. Es ist die Tür von einem Bus. Ich habe keine Idee, was das sein konnte. Und du? So was habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, das ist ein Motorrad. Ach so. Ja, das kann sein. Das ist da, wie heißt das? Das ist ein Rad, denke ich. Wahrscheinlich hinten. Ja, das kann sein. Es ist das Rad von einem Motorroller. Vor einer Reise. Außerdem muss man ein Ticket kaufen. Das kann man auch aber im Reisebüro oder am Bahnhof machen. Man muss aber auch ein Hotel reservieren. Das kann man auch im Internet machen. Da gibt es gute Angebote. Man muss natürlich die Koffer packen. Und wenn noch Sachen fehlen, muss man die vorher einkaufen. Zum Beispiel Sonnencreme oder so. Wann fährst du weg? Wohin fährst du? Fährst du allein? Und was kostet die Reise? Fährst du mit dem Auto oder mit dem Zug? Wie lange bist du weg? Wie lange dauert die Reise? Ich finde den Kunden unfreundlich. Er antwortet nur kurz und er macht auch keine richtigen Sätze. Außerdem ist er unhöflich. Er sagt nicht bitte oder danke. Könnten Sie mir sagen, wenn der Zug abfährt? Ich möchte gerne am Wochenende fahren, am liebsten vormittags. Ich fahre aber nur hin. Nein, das ist leider zu früh. Gibt es noch eine andere Verbindung? Wie viel kostet die Fahrt denn? Danke, aber eine Bahncard brauche ich nicht. Ich fahre nicht so oft mit der Bahn. Nein, danke. Ich brauche nur eine ganz normale Fahrkarte. Schließfach. Getränke, Bäckerei, Telefonzelle, Taxistand, Information. Wo gibt es hier Schließfächer? Wo kann man Getränke kaufen? Gibt es eine Bäckerei in der Nähe? Wo finde ich denn eine Telefonzelle? Können Sie mir sagen, wo ein Taxistand ist? Ich suche die Information. Können Sie mir helfen? Ein Bild beschreiben. Auf dem Foto sehe ich eine Familie. Die Eltern und zwei Kinder. Sie sind zwei Jungen und alle stehen neben einem Auto. Im Vordergrund sieht man viele Koffer. Der Vater packt die Koffer in das Auto. Und die Mutter hilft ihm dabei. Wahrscheinlich will die Familie verreisen. Ich fahre ans Meer. Ich fahre in die Stadt. Ich fahre an die See. Zum Beispiel, ich fahre an die Ostsee. Ich fahre an die Nordsee. Ich fahre in die Türkei. Ich fahre nach Holland. Ich fahre auf die Osterinseln. Hier steht, wann der Zug abfährt. Ja, stimmt. Und dort steht, wo der Zug anhält. Dieser Zug hält zum Beispiel in die Braunschweig und Magdeburg. Aber was heißt IC 2437? Ich glaube, ein IC ist ein Zug, der weiter wegfährt. Hier da steht S1. Das ist eine S-Bahn und die fährt nicht so weit. Ach so, dann ist die 1 oder 2437 bestimmt nur die Nummer von Zug, oder? Ja, wahrscheinlich. Und hinten stehen auch noch das Gleis. Genau, damit man weiß, wo der Zug abfährt. Schwimmen.
Man kann im Meer schwimmen, spazieren gehen. Man lange am Strand spazieren gehen. Spielen. Man kann mit den Kindern spielen. Ich schlafe im Urlaub gern lange, aber ich habe im Urlaub keine Lust zu putzen. Und ich gehe im Urlaub lieber Eis essen als schwimmen. Ich fahre im Urlaub gern an einem Badensee. Ich koche im Urlaub nicht so gern. Wenn ich Urlaub habe, gehe ich lieber mal etwas essen oder grillen mit Freunden, als selbst zu kochen. Verreisen. Also, ein Winterurlaub ist ein Urlaub im Winter, wenn man zum Beispiel Ski fährt. Und ein Kurzurlaub ist ein Urlaub, der nicht so lange dauert, zum Beispiel nur 3 oder 4 Tage. Aber Wochentrip habe ich noch nicht gehört. Heißt das, dass man am Wochenende einen Ausflug macht? Ja, das könnte sein. Dann macht man eine Hochzeitsreise. Ein Bild beschreiben. Das sieht aus wie ein Fluss. Da kann man mit dem Boot fahren, so wie die Leute auf dem Bild. Vielleicht fährt man dahin, wenn man geheiratet hat. Ja, das könnte sein. Dann macht man eine Hochzeitsreise. Bild P. Auf dem Bild ist ein langer Strand. Ja, aber da sind auch viele Leute. Das ist ein Urlaub am Meer. Dort kann man baden und die Kinder können am Strand spielen. Ja, das könnte sein. Dann kann man da Familienurlaub machen. Genau. Aber man kann natürlich auch alleine ans Meer fahren. Bild C. Ich glaube, links auf dem Bild ist ein Berg, oder? Ja, das denke ich auch. In Deutschland gibt es ja viele Berge. Und rechts auf dem Bild sind ein paar Leute. Ich glaube, sie gehen spazieren. Ja, oder sie wandern im Schnee. Das sieht gefährlich aus. Bild D. Ich finde mein Ziel gut, weil man dort entspannen kann. Man kann mit dem Boot fahren und sich die Stadt ansehen. Dort hat man keinen Stress und keine Hektik. Das Ziel auf Bild B finde ich nicht so gut, weil dort so viele Leute sind. Und das Ziel auf Bild C ist nicht so gut, weil man bei schlechtem Wetter nicht wandern kann. Und wenn es zu heiß ist, kann man auch Probleme bekommen. Bild B. Ich möchte an den Strand fahren, weil das auch ein gutes Urlaubsziel für kleinere Kinder ist. Die Kinder können am Strand spielen und es ist keine Straße in der Nähe. Die Eltern können auch im Meer schwimmen und dann haben alle einen schönen Urlaub. Das Ziel auf Bild A finde ich nicht so gut, weil man mit Kindern nicht so gut in diesem Boot fahren kann. Wenn man kleine Kinder hat, muss man immer aufpassen. Das ist sehr ausstrengend. Und das Ziel auf Bild C ist auch nicht so gut, weil man mit Kindern auch nicht wandern kann. Bild C. Ich würde am liebsten in die Berge fahren und wandern, weil ich Wandern sehr entspannend finde. Man ist in der Natur und an der frischen Luft und man bewegt sich. Das ist gesund und macht auch Spaß. Den Strandurlaub finde ich nicht so gut, weil man dann nur am Strand liegt und sonst nicht viel macht. Das finde ich sehr langweilig. Und das Ziel auf Bild A finde ich auch nicht so gut, weil ich nicht gern Boot fahren. Wir können in die Türkei fahren. Wie wäre es mit Urlaub in Italien? Hättest du Lust auf eine Städtereise?
Ich möchte gern nach Paris reisen. Ich glaube, Paris ist eine tolle Stadt. Man kann dort viele sehen und in Museen gehen oder auch in den Parks spazieren gehen. Ich würde lieber in die Berge fahren, vielleicht in Süddeutschland oder in Österreich. Ich liebe die Natur und in den Bergen kann man tagelang laufen und viele Natur sehen, vielleicht sogar Tiere, die man sonst nicht sieht. Übernachten würde ich in einem Zelt oder im Sommer einfach so unter dem Himmel. Ich habe eine Idee, wir könnten einen Ausflug in den Zoo machen. Das finde ich super. Dort war ich noch nie. Wir können mit dem Bus hinfahren. Das ist schnell und günstig. Einverstanden. Und wann sollen wir fahren? Wie wäre es am Samstag? Oh, tut mir leid. Am Samstag habe ich keine Zeit. Da hat meine Tante Geburtstag. Aber ich habe am Sonntag Zeit. Passt dir Sonntag? Ja, Sonntag geht auch. Wir können uns ja um 10 Uhr treffen, dann haben wir den ganzen Tag Zeit. Okay, 10 Uhr ist super. Ich hole dich dann ab. Vor deinem Haus ist ja auch die Bushaltestelle. Sollen wir noch etwas mitnehmen? Ja, wir sollen Getränke mitnehmen. Im Zoo sind Getränke sehr teuer, glaube ich. In Ordnung. Und ich nehme auch noch einen Fotoapparat mit. Das ist eine tolle Idee. Dann können wir Bilder von allen Tieren machen. Ämter und Versicherungen. Das Ordnungsamt. Die Ausländerbehörde. Das Ausländeramt. Die Haftpflichtversicherung. Das Finanzamt. Die Finanzbehörde. Das Wohnungsamt. Das Bürgeramt. Das Bürgerbüro. Die Krankenversicherung. Die Rentenversicherung. Die Rentenbehörde. Das Standesamt. Das Jugendamt. Das Jugendbüro, die Jugendbehörde, das Arbeitsamt, die Hausratversicherung. Einen Antrag kann man abgeben, ausfüllen, stellen. Ein Formular kann man bekommen, abholen, ausfüllen, abgeben, verschicken. Kindergeld kann man beantragen, bekommen, überweisen. Eine Versicherung kann man abschließen oder kündigen. Den Ausweis abholen, das Auto anmelden, Wohngeld beantragen, sich über etwas beschweren, um Hilfe bitten, etwas ändern lassen. Unterlagen abgeben. Ich gehe zum Finanzamt, weil ich meine Unterlagen abgeben muss. Ich gehe zum Finanzamt, weil ich meine Unterlagen abgeben muss. Weil ich Wohngeld beantragen will, gehe ich erstmal zum Bürgerbüro. Man kann auch zum Bürgerbüro gehen, wenn man Hilfe braucht. Wenn man das Auto anmelden oder abmelden will, dann geht man zur Kfz-Stelle. Können Sie mir diesen Bescheid bitte erklären? Könnten Sie mir Informationen zum Wohngeld geben? Nennen Sie mir bitte Termine, an denen ich kommen kann. Würden Sie mir bitte die Formulare zurückschicken? Könnten Sie mir den richtigen Ansprechpartner nennen?
Würden Sie mir bitte helfen, den Antrag auszufüllen? Könnten Sie mir sagen, wer zuständig ist? Rund um den. Wo sollen wir uns am Samstag denn treffen? Du kannst zu mir kommen. Ich habe ein großes Wohnzimmer. Oder sollen wir lieber in die Stadt gehen? Nein, ich komme lieber zu dir. Ich würde gern einen Film sehen. Das finde ich etwas langweilig. Sollen wir nicht lieber etwas spielen? Ja, das geht auch. Soll ich ein Spiel mitbringen? Naja, du kannst gern eins mitbringen. Aber ich habe auch ganz viele Spiele. Sollen wir noch andere Leute einladen? Ja, wir können ja mal im Kurs fragen. Dann können wir auch zusammen etwas zu essen machen, oder? Das ist eine gute Idee. Und was machen wir mit den Getränken? Ich habe ein Auto. Ich kann Getränke für alle kaufen. Und jeder gibt mir etwas Geld. Ja, das können wir so machen. Aber wir sollen erst mal fragen. Vielleicht brauchen wir gar nicht so viel zu trinken. In Ordnung. Das machen wir so. Dann fragen wir zuerst unsere Freunde aus dem Kurs, ob sie auch Zeit haben. Genau. Jeder kann ja ein paar anrufen. Super.